Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Aloy musste in der letzten Mission oder in der letzten Folge auch leider einige Verluste beklagen. Und jetzt sind wir hier. Ja, wir wissen gar nicht, wo wir genau sind. Tilda hat uns hier irgendwo hin teleportiert und wir müssen jetzt mit ihr sprechen. Aber sie hat Frühstück gemacht. Also reden wir mal mit Trinity, mit Tilda oben. Willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid. Danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Mal gucken, was wir jetzt hier erleben was werden. Was ist das? Nur ein paar Lieblingsstücke, die ich gerettet und instand gesetzt habe, bevor ich gegangen bin. Schau sie dir an, wenn du magst. Sie hat ich bin gespannt, ob sie dir gefallen. Sie hat sich Freund ist tot. Ja. Beta und Gaia sind weg. Und ich soll mir alte Gemälde ansehen? Lehne die beruhigende Wirkung von Kunst nicht so schnell ab. Oder die Erkenntnisse daraus. Mhm. Untersuche die Kunstwerke optional. Nur die Bilder an sich? Nicht das? Ah. Mein Lieblingspaar. Links ist die Briefleserin in Blau. Von Vermeer. Ein wahrer Meister. Und rechts ist eine Fälschung. Dame beim Musikstudium. Experten hielten es für ein unschätzbares Original. Am Anfang meiner Karriere war ich von solchen Täuschungen fasziniert. Ich entwickelte eine Scan-Software, die Fälschungen mit unerreichter Genauigkeit entdecken konnte. Hast du so genug Geld verdient, um einen Platz auf der Odyssee zu kaufen? Oh nein. Mein wahres Vermögen erlangte ich erst später. Aha. Toll. Die hier, die Gemälde kannst du anklicken, aber die Sachen hier nicht. Okay. Selene und Endymion. Sie ist die Göttin des Mondes. Er aber nur ein einfacher Hirte. Mhm. Neben ihr siehst du den Liebesgott Amor. Ja. Also, schleicht sie sich an ihn an? Sie besucht ihn eher heimlich. Amors Fackel steht für Selenes unsterbliche Liebe zu Endymion. Obwohl sie nicht zusammenkommen können, stirbt ihre Liebe nicht. Was ist das für Geräusche nur von oben, ey? Laufen da Maschinen rum? Hier hat Rembrandt Jeremiah gemalt. Einen Trauernden. Um was trauert er? Um seine Heimatstadt. Das alte Jerusalem. Er hat ihren Untergang vorhergesehen, konnte ihn aber nicht verhindern. Also hat er stattdessen ihre Schätze vor der Zerstörung gerettet, wie ich diese Werke gerettet habe. Man könnte sagen, wir sind uns im Geiste ähnlich. Mhm. Ein echter Rembrandt. Geil. Hätte jetzt lieber einen Weinbrand nach dem Verlusten. Ein Porträt von Rembrandts Sohn Titus, der eine Mönchskutte trägt. Toll. Ich verstehe das nicht. Warum sollte jemand wie du mit unendlichen Ressourcen sich um dieses Bild eines Jungen scheren? Es geht nicht um das Bild, sondern die Gefühle, die es auslöst. Das Gesicht ist klar und scharf. Doch der Blick gesenkt, als wäre ihm Unglück widerfahren. Und der Hintergrund scheint alles nicht zu verschlucken. Das Gemälde scheint Verlust darzustellen. Ich glaube, ich kann mich in den Maler hineinversetzen. Naja, der hat eine Mönchskutte an, ne? Mehr Negativität kann ja nicht passieren im Leben, wenn man sowas tragen muss. Die Nachtwache von Rembrandt. Bei weitem das bekannteste Gemälde, das mein Heimatland hervorgebracht hat. Es wurde zu Ehren einer Miliz aus einflussreichen Bürgern in Auftrag gegeben. Ich schätze, du warst wohl eine einflussreiche Bürgerin. Damals. Aber nicht so einflussreich, wie du es in dieser neuen Welt gewesen wärst. Tja, Aloy hat's drauf, ne? Das Schiff auf See. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, das Bild. Der Windstoß. Von Willem van der Velde ist das bekannteste seiner zahlreichen Maritimgemälde. Ein Schiff segelt ins Unbekannte. Das Gefühl kennst du wohl. So ist es. Deshalb gefällt mir diese Komposition so sehr.
Obwohl Wind und Wellen das Schiff zu zerstören drohen, bleibt es heil. Und klammert sich trotz der Dunkelheit an das Licht. Die konnten damals auch gute Schiffe bauen, dass das jeden Sturm standgehalten hat. Auch die Fahrt von Columbus mit der Santa Maria war auch nicht ganz ungefährlich. Das ist doch Atlas, oder? Viel Gewicht auf seinen Schultern. Ja. Das Gefühl kenne ich. Wieso ist die Stimme so leise geworden von Dings? Müsste Atlas sein, der die Welt auf seinen Schultern trägt. Was ist das? Wunderschön, oder? Gemälde sind nicht die einzigen Meisterwerke aus dem goldenen Zeitalter meines Volkes. Das hier ist von Fiannens Krug mit Deckel, der aus einem einzigen Silberblatt besteht. Toll. Wofür benutzte man ihn? Zum Saufen. Da bist du Elisabeth sehr ähnlich. Funktion über Form. Sein Zweck war weniger bedeutsam als seine Bedeutung. Van Fianen hat ihn zu Ehren seines verstorbenen Bruders geschaffen, der ebenfalls Silberschmied war. Ein Denkmal. Ja. Solche Schönheit aus Leid entsprungen. Das war's? Den hier kann ich nicht mehr? Doch. Sie reißt sich die Haare aus. Okay. Aus Irrsinn? Oder Trauer? Es ist hart, sie leiden zu sehen. Das kenne ich nicht. Schon fertig? Schon? Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Das müssen wir beide. Wir versuchen so vieles zu retten. Und davon ist gar nicht wenig im Tresor. Das ist gut, solche Schätze einen Augenblick länger zu bewundern. Oder komm nach oben und wir legen los. Ja, Frühstück. Wie du willst. Große Tür. Wow. Da bist du ja. Geht's dir besser? Wie hast du uns gefunden an der Brutstätte? Und was hast du mit den anderen gemacht, bevor ich in Ohnmacht fiel? Gleich zur Sache, verstehe. Tja, sagen wir einfach, wir haben schon ein Auge auf Hephaestus. Weil wir wussten, dass wir ihn brauchen würden. Wir sind nicht auf dich reingefallen. Und was mein kleinen Trick angeht, es war eine sensorische Überlastung und eine Energieentladung. Gerard und Eric waren nur kurz desorientiert wegen ihrer Schilde. Aber du wurdest ohnmächtig, als ich dich rausholte. Vielleicht geht es dir nach einem Frühstück besser. Gibt's auch Speck mit Eier? Sonst gehe ich wieder. Sieht nicht danach aus. Das war dein Haus. Du hast es für Beta und dich in eurem Datenkanal erbaut. Ah. Wie scharfsinnig von dir. Bitte hier lang. Die Villa an der Küste. Nach allem, was dein Volk getan hat? Glaubst du etwa, ich setz mich hin und rede mit dir? Das ist nicht mein Volk. War es nie und ist es auch jetzt nicht. Du bist mit ihnen ins Weltall gereist. Und hast 1000 Jahre mit ihnen gelebt, vor deiner Rückkehr. Was hat deine Meinung plötzlich geändert? Ganz einfach. Das hier. Ein Fokus? Mein alter Fokus. Repariert. Das heißt, du hast Unglaubliches gesehen. Was du in 2 Jahrzehnten erreicht hast? Ich habe 1000 Jahre hinter mir und komme nicht mal entfernt daran. Tut mir leid, deine Privatsphäre zu stören. Doch ich musste. Um es zu verstehen. Um erleuchtet zu werden. Du bist wirklich von Elizabeths Blut. Hast ihren Ehrgeiz, ihre Überzeugung.
ihre Integrität. Nachdem ich all das gesehen habe, schäme ich mich für meine Begleiter. Ich will dir jetzt wirklich nur noch helfen. Auch wenn du deine Freunde aufhalten musst? Dann ganz besonders. Bitte, setz dich. Die scheinen sich innerhalb ja auch nicht wirklich zu mögen, die Sinus. Dort. Schon besser. Also, wir müssen Beta und Gaia unbedingt befreien. Du weißt bestimmt, dass Gerard die Biosphäre der Erde mit Gaia neu starten möchte. Und die Welt so gestalten will, dass sie nur noch für uns Unsterbliche ideal ist. Dabei sterben alle Lebewesen auf dem Planeten. Er nennt es eine Neuinstallation. Nicht, wenn ich ihn aufhalten kann. Nicht, wenn wir es tun. Und wenn er und die anderen tot sind? Lassen wir gemeinsam Elisabeths Traum wahr werden. Beta hat dir bestimmt gesagt, dass es auf dem Schiff eine Version der Apollo-Datenbank gibt. Eine vollständige Sammlung menschlichen Wissens. Damit und mit Gaia könnten wir Elisabeths Ziele erreichen. Die Biosphäre heilen, die Menschen dieser Welt bilden, sie aufrichten. Die Welt ihrer Träume erschaffen. Lass uns nicht vorschnell handeln. Soweit ich weiß, sind deine Freunde unverwundbar. Bitte hör auf, sie meine Freunde zu nennen. Und sie sind nicht unverwundbar. Einer deiner Freunde hat einen Weg gefunden, sie zu besiegen. Silence. Oh, er war wirklich fleißig. Er sammelt eine Armee, die Gerards großartige Basis dem Erdboden gleichmacht. Ja, Regala und ihre Rebellen. Sogar jetzt plant sie einen letzten Angriff auf die Tenakt-Hauptstadt. Was? Sollte sie gewinnen, kontrolliert sie den gesamten Stamm. Hunderte Krieger und Maschinen, die die Basis angreifen. Sie irrt sich, sie werden alle sterben. Es sollte reichen, um Gerards Abwehr zu durchbrechen, damit Silence ihn töten kann. Ihn und alle anderen. Mit Hilfe der neuen Waffe, die er entwickelt hat. Ja, er hat einen Weg gefunden, unsere Schilde zu umgehen. Ein außergewöhnlicher Mann, er hat alles eingeplant. Außer dich und mich. Während also seine Armee Gerards Verteidigung durchbricht, schleichen wir uns durch die Hintertür rein. Eine, die nur ich kenne. Während Silence und meine Freunde gegeneinander kämpfen, holen wir uns Beta und Gaia. Ich habe gesagt, dass ich helfen will. Ich meine es ernst. Puh, ganz schön viel Infos, die wir gerade bekommen. Und es geht noch weiter. Sie hat also den alten Fokus von Aloy gefunden. Silence, ne? Man sieht von denen so wenig in dem Spiel bisher, aber er ist noch so eine wichtige Person. Aber jetzt haben wir noch herausgefunden, dass Regala wieder die Tenakt angreifen will. Ich glaube, da müssen wir auch noch wieder helfen, um sie dann vielleicht aufzuhalten. So, wo hast du eigentlich den alten Fokus gefunden? Mein alter Fokus. Wie hast du ihn gefunden und repariert? Als wir dich im Hades-Testlabor getroffen haben, hat Gerard dich als Redundanz angesehen. Ich wusste es besser. Du warst eine Offenbarung. Nach einer dramatischen Flucht, gut gemacht übrigens, dachten Gerard und Eric, dass du tot seist und stellten die Jagd ein. Ich war nicht so sicher. Als die anderen beschäftigt waren, kehrte ich ins Labor zurück und suchte nach Hinweisen von dir. Da fand ich diesen kleinen Schatz. Nicht einfach zu reparieren, aber er war die Mühe wert. Ich sah den Verlauf deines Lebens. Du warst wie ein Farbklecks auf einer grauen Leinwand. Was Liz war und mehr. Hast du ihn den anderen gezeigt? Natürlich nicht. Du hast mich dazu inspiriert, mich ihnen zu widersetzen. Es ist aber so, dass ich dich ohne den Fokus und seine Aufzeichnungen nie bei der Brutstätte hätte retten können. Du wärst tot. Also sollte ich dankbar sein. Wenn du willst. Das Design von der Klamotte und sowas, das sieht eigentlich schon echt cool aus von den Sinus, ne? Aber permanent auch immer dieses Schutzschild um sie rum.
Aber ich finde hier Trinity, Carrie Ann Moss, die Darstellerin, ist nicht so einfach zu erkennen, weil das sieht halt einfach so anders aus. Gerade auch mit den hellblonden Haaren. Und man kennt sie halt nicht immer nur mit ihrer normalen schwarzen Haarfarbe. Deswegen muss man da das Gesicht schon genau anschauen, damit man sich erkennen kann. Okay, gehen wir die Fragen weiter durch. Was ist mit dir? Also weißt du alles über mich. Was ist mit dir? Was möchtest du wissen? Naja, was ist mit deinem Leben auf der Erde? Ich war erst 8. Da fluteten Terroristen meine Heimatstadt. Tausende ertranken, darunter auch meine Eltern. Wenige überlebten, darunter ich. Mein Vormund schickte mich auf ein Internat. Dort war ich das komische Mädchen, die Waise, die man lieber gemieden hat. Wegen Umständen, die ich nicht kontrollieren konnte. Oh. Wir sind uns also ähnlich, hm? Etwa nicht? Du warst eine Ausgestoßene. Aber du hast dir trotzdem genommen, was du brauchtest. So wie ich. Ich kämpfte mich aus der Trostlosigkeit und wurde reich durch meinen Verstand. Erst durch die technische Analyse von Kunst zur Fälschungserkennung. Was damals sehr profitabel war. Dann zeigte sich, dass meine Software sogar noch besser für Gegenspionage geeignet war. Von da an war es nicht mehr weit, bis ich selber extrem wertvolle Informationen gesammelt habe. Du warst Spionin? Eher Dienstleisterin für Informationsbeschaffung. Mhm. Ich blieb anonym zum Schutz meiner Privatsphäre. Doch trotz der Anonymität hat Farzeneth mich gefunden. Informationshändlerin. Quasi Merowinger. Okay. Farzeneth beigetreten bist du. Warum? Wahrscheinlich, weil sie weiterleben wollte, oder? Mit dem Schiff? Was ist passiert, als sie dich gefunden haben? Sie hatten eine unglaubliche Zukunftsvision für die Menschheit. Eine ohne Krankheit oder Tod, in der wir zu den Sternen reisen und blühen und gedeihen konnten. Ich erkannte erst später, dass sie diese Zukunft nur den Reichen und Mächtigen ermöglichen wollten. Aber als ich das erkannte, gab es keinen Ausweg mehr. Pharaohs Maschinen zerstörten die Erde. Also nahm ich Farzeneths Einladung an und ging auf die Odyssee. Liz sollte mitkommen, aber ihre Pläne waren nobler, wie du weißt. Tja, hat ja auch nicht so viel gebracht. Und die anderen Zeneth, warum sind das so eine Idioten? Also wusstest du erst, dass die anderen Zeneths Monster waren, als es zu spät war? Bei einigen wusste ich es schon, natürlich. Erst als wir unterwegs waren, ist mir das wahre Ausmaß ihrer Gier klar geworden. Ich war einfach nur froh, am Leben zu sein, aber die anderen waren von einer mühelosen Unsterblichkeit besessen. Sie errichteten eine Kolonie, in der Maschinen ihre Bedürfnisse erfüllten, wo man in Erinnerungen oder Fantasien in virtueller Realität schwelgen konnte. Das war kein Leben. Es war stupide. Ein unwirklicher Traumzustand. Im Laufe der Jahrzehnte zog ich mich immer mehr zurück. Ich war wieder allein. Hatte jetzt aber genug Zeit, über meine Fehler nachzudenken. Jetzt, wo ich dich getroffen habe, habe ich vielleicht eine zweite Chance. Zweite Chance? Um dir zu helfen, natürlich. Und Liz, Traum wahr werden zu lassen, der sich kaum von Farzeneths Vision unterscheidet. Naja. Einer besseren Zukunft für die Menschheit. Dann waren also quasi die Zeneth, die an der Macht waren, halt einfach nur Idioten. Die Idee war okay, aber die Ausführung von den Leuten halt nicht. Okay. Reden wir über Beta. Du hast sie gelehrt. Du sagst, Beta sei nicht in Gefahr. Was machen die Zeneths mit ihr? Sie arbeitet. Und soll Hephaestus und Gaia verbinden. Schwierig und zeitaufwendig, wie du sicherlich weißt. Wenn nötig, zwingen sie sie. Aber ihr Leben ist nicht in Gefahr. Nur sie kann die Aufgabe erfüllen. Weil ihr sie zu nichts als einem Werkzeug gemacht habt.
Gerards Idee, nicht meine. Sie haben mich immer misstrauisch beäugt, wenn ich versuchte, irgendwie nett zu ihr zu sein. Deshalb schuf ich den Datenkanal. Einen virtuellen Ort, wo wir uns unterhalten konnten. Davon hat sie erzählt, von dem Datenkanal. Und von diesem Kanal mit Beta. Hat keiner der anderen sie jetzt je erfahren? Gerard glaubt, er ist der gerissenste von uns. Selbst nach 1000 Jahren kann er sich nicht vorstellen, dass ich ihn überliste. Durch den Kanal konnte ich mit Beta sprechen, ohne überwacht zu werden. Wir konnten einfach wir selbst sein. Bis du den Kontakt abgebrochen hast. Ja, auch wenn es schwer war. Ich war besorgt, dass unsere Treffen ihr mehr schadeten als nützten. Und sie fühlte sich weggeworfen. Ich hatte Angst, dass sie uns erwischen und sie bestrafen. Vielleicht hatte sie keine Freundin mehr, aber immerhin habe ich für ihre Sicherheit gesorgt. Es klingt hart, aber du musst mir glauben, dass ihr Wohlergehen immer am wichtigsten war. Schwer zu glauben. Ich weiß ja noch nicht, ob man ihr hier 100% auch trauen darf. So, dann hast du diesen Ort hier nachgebaut in der Welt. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Ich habe dieses Haus gebaut, um uns vor jedem Sturm zu schützen. Ein sicherer Hafen. Nicht nur für mich, auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der Menschheit. Und Beta sollte sie sehen? Ja. Ihre Erziehung war kalt und lieblos. Ich dachte, wenn sie Vermeer und Rembrandt sieht, würde das etwas ganz Neues in ihr Leben bringen. Ein Erbe, das genauso wertvoll ist wie die technischen Daten, die ihr eingetrichtert wurden. Der Kontaktabbruch tut mir leid, aber ich werde es nie bereuen, dieses Haus mit ihr geteilt zu haben. Sie brauchte seinen Schutz noch mehr als ich. Tja, die Entwicklung hat es trotzdem nicht bei ihr, trotzdem nicht geholfen. Okay, der Plan der Zenith. Ihr wollt also hier wieder den Neustart für die Erde anordnen. Beta sagte, deine Kolonie wäre zerstört worden. Dass du nirgendwo hin konntest als auf die Erde. Das stimmt. Nachdem wir unser Ziel erreicht hatten, einen Planeten im Sternsystem Sirius, haben wir 2 Jahrzehnte ein neues Heim gebaut. Die physikalischen Grenzen der Erde, die Einschränkungen der Sterblichkeit, weg. Was wir damit hätten bewirken können. Es hätte eine Utopie werden können. Stattdessen stagnieren wir in mühelosem Komfort und virtuellen Realitäten. Es brauchte einen Kataklysmus, um uns aus unserer Trance zu reißen. Was ist passiert? Ein weitreichendes geologisches Ereignis. Wir wussten, dass der Kern des Planeten instabil war, haben es aber unterschätzt. Als der Kollaps kam, war es schon zu spät. Nur einige schafften es rechtzeitig zum Schiff. Wir nahmen Kurs auf die Erde. Den einzigen sicheren Ort, den wir hatten. Den du für alle anderen unsicher gemacht hast. Nicht ich. Gerard. Er hält es für besser, eine neue Leinwand anzufangen, als die alte zu retten. Keine primitiven Stämme mehr, keine Kampfmaschinen mehr. Einfach ein neuer Anfang, bei dem alles möglich ist. Aber wir halten ihn auf. Wir müssen nur in diese Basis kommen. Aber das hätte man auch anders lösen können, ne? Als statt erstmal alles auszulöschen, darauf aufbauen, was schon da vorhanden ist, ne? Okay, die Zenith-Basis, wie wollen wir denn da reinkommen? Ist ja auf der Insel. Hast du einen Plan, wie wir in die Zenith-Basis kommen? Wir werden uns eine Lektion zunutze machen, die wir als Kinder lernen. Kenne immer alle Ausgänge. In diesem Fall der Ort, wo Gerards neue Struktur auf das alte Fundament trifft. Ein Eingang, auf den nur ich Zugriff habe. Wenn Silence seine Armee auf die Basis hetzt, nutzen wir die Hintertür und umgehen den Kampf. Durch die Ablenkung haben wir ein Zeitfenster, in dem wir Beta und Gaia retten können. Klingt gar nicht so schlecht. Und ist Beta auch dort in der Basis? Wenn wir in der Basis sind, wo finden wir Beta und Gaia? Hier, in der Kommandozentrale.
Bis dahin ist Gaia wieder mit ihren Unterfunktionen vereint, darunter auch Hephaestus. Was ist mit der Alpha-Version von Apollo auf deinem Schiff? Eine einfache Rettungsmission, wenn wir uns um die anderen gekümmert haben. Damit haben wir alles, um diese Welt so zu gestalten, wie sie sein soll. Cool. Kommen wir dann auch noch aufs Raumschiff rauf? Das wäre mega, ey. Weltraum. Die Weltraum-Aloy. Okay, reden wir über Silence. Sie bewundert ihn irgendwie so ein bisschen, findet ihn krass, aber Freund von Aloy ist er auch nicht. Woher weißt du von Silence Plan? Er ist nicht der Einzige, der sich mit Spyware auskennt. Du hast seinen Fokus gehackt? Nein, dazu ist er zu vorsichtig. Aber seine Untergebenen, die sind nachlässiger. Er hat den Stämmen, die zu den Söhnen des Prometheus gehören, eigene Fokusse gegeben. Die für Regala arbeiten. Ich habe ihre Fokusse angezapft und viel über seine Machenschaften erfahren. Die Überbrückungstechnologie, die Bewaffnung der Tenakt-Rebellen und der geheime Pakt mit Regala, Gerards Basis, anzugreifen. Aber wie hat er eine Waffe gebaut, die deine Schilde überwinden kann? Gerade das habe ich noch nicht herausfinden können, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem funktionieren wird. Damit und mit der Tenakt-Armee ist sein Sieg zum Greifen nahe. Eine Schande, dass er enttäuscht werden wird. Da traut sie dem Silence ja echt viel zu, aber die Tenakt sollten auch nicht unterschätzt werden, gerade auch wenn Aloy sie vielleicht noch unterstützen kann. Regala will nur Hikaru töten und gegen die Kaja kämpfen. Von einem Angriff auf die Sinets hat sie doch nichts. Das ist der Preis, den sie für den Krieg bezahlen muss. Ohne die Möglichkeit, die Maschinen zu überbrücken, würde ihre kleine Rebellion in der Wüste versickern. Also handelt sie mit den Söhnen des Prometheus. Maschinen, mit denen sie Hikaru stürzen kann. Als Austausch für einen Angriff auf die Basis. Ihr Stolz macht sie glauben, dass sie einen solchen Kampf tatsächlich überleben könnte. Und das ohne zu wissen, wem die Söhne des Prometheus wirklich unterstehen. Und so brillant Silence auch sein mag, er unterschätzt dich immer noch. Diese Scheuklappen machen es uns möglich, Beta und Gaia direkt unter seiner Nase zu klauen. Während Hunderte von Tenakt draußen fallen. Jo. Okay, so. Und sie hat Elizabeth also gekannt. Also kanntest du Elizabeth? Wie war sie so? Liz war alles, was sie ausmachte, finde ich, in dir wieder. Und mehr. Dein Einfallsreichtum, deine Entschlossenheit, deine Prinzipien. Du hast ihre besten Eigenschaften zu den deinen gemacht. Ich frage nicht nach mir. Erzähl mir von Elizabeth. Wie war sie wirklich? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es eigentlich nicht. Obwohl ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe, hat sie immer einen Teil von sich versteckt. So ist es seit unserem ersten Treffen gewesen. Also in sich gekehrt, nur in ihre Arbeit vertieft und hat auch nicht so viele Personen an sie rangelassen. Wie hast du sie eigentlich kennengelernt? Als du Elizabeth getroffen hast, wie war sie da? War sie kalt? Unnahbar? Nicht unnahbar. Nicht wirklich. Wir trafen uns bei einem Gipfeltreffen über Machine Learning. Ein heikles Thema damals. Weil die Regulationsbehörden der KI die Daumenschrauben anlegen wollten. Liz hat eine Rede gehalten. Sie war weithin für ihre Arbeit zu automatisierter Rückgewinnung von Land bekannt. Aber in ihrer Rede sprach sie vom nächsten Schritt. Ein KI-gestütztes System, das nicht nur das tat, worauf es programmiert war, sondern die Verantwortung für seine Umgebung übernahm. Dem Leben wichtig war. Und nicht nur Befehlen folgte. Revolutionäre Ideen. Ich war fasziniert. Und ich wollte sie schon lange kennenlernen. Nach ihrer Rede beobachtete ich sie. Sie hatte mit Autorität und Empathie vorgetragen. Aber danach zog sie sich zurück. Ich wusste schon, dass Bewunderer ihr unangenehm waren. Als ob es sie was gekostet hätte, diese Rede zu halten. Ich wollte sie nicht belästigen, also ging ich vorsichtig auf sie zu. Okay. Deine Annäherung hat also geklappt
Oder war sie dir auch gegenüber skeptisch? Und wie lange hast du denn gewartet, um sie anzusprechen? Ich habe gewartet. Und sie am nächsten Morgen angesprochen, als sie wieder zur Konferenz kam. Sie hatte gerade einen Kaffee. Sie war ausgeruht. Als ob sie sich darauf eingestellt hätte, von ihren Kollegen belagert zu werden. Ich bat sie um ein Gespräch und sagte dann etwas zu ihrer Rede, das ich für intelligent hielt. Ihrer Antwort nach war es das wohl nicht. Aber sie war sehr nett. Fast als ob wir uns schon kennen würden. Erst mitten in der Unterhaltung fiel mir etwas auf. Sie wusste ganz genau, wer ich war. War ein ziemlicher Schock für mich. Ich handelte mit Geheimnissen und legte großen Wert darauf, meine Anonymität zu schützen. Und so war es immer einen Schritt voraus. Ich verstand unser Treffen als eine Metapher für unsere Freundschaft. Sie schien mich immer besser zu kennen als ich sie. Das Gefühl kenne ich. Okay, das waren alle Gesprächsoptionen, die wir hier hatten. Dann reden wir jetzt hierüber in der nächsten Episode. Jetzt haben wir nämlich jetzt schon echt viel Zeit hier mit ihr verbracht beim Frühstück. Aber ich wollte gerne die ganzen Gesprächsoptionen natürlich hören. War auch mega interessant. Und dann reden wir danach über den großen Plan. Es muss einen anderen Weg geben als diesen Krieg, den sie hier planen. Da würden auch viele, viele Leute sterben. Auf Tenakt-Seite, auf Regalas-Seite. Alle. So. Riskant. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen hier beim Frühstück. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Bin echt gespannt. Die Story wird noch interessant, oder war sie immer, und wird noch besser. Also, danke und bis zur nächsten Folge. Ciao.